In den letzten beiden Videos ging es um die Heatpipe-Produktion und die Anfertigung von Kühlkörper und Bodenplatten. In den folgenden 10 vollenden wir dann den Kühler und zeigen die Zusammensetzung und abschließende Qualitätskontrolle. Um den Hauptteil des Kühlkörpers mit den Bodenplatten und den Heatpipes zu verbinden, werden die Kühler in einem Ofen gebacken. Zuvor wird auf den Platten Lötzinn aufgetragen und die Ober- und Unterseite zusammen mit dem Kühlkörper in eine Halterungsform fest eingespannt. Anschließend wird der Druck und die Arretierung inspiziert. Bereits durch kleine Fehler der Verschraubung enden Kühler als Ausschuss in der Qualitätskontrolle, weswegen das Ofenfließband mit einer Geschwindigkeit läuft, die eine genaue Inspizierung auch zulässt. Das System durchläuft dann mehrere Hitzestufen im Lötofen von 200 bis 286 Grad. Danach werden die abgekühlten Systeme aus der Halterungsform genommen und weiteren Qualitätskontrollen unterzogen. Zunächst wird bei allen Arbeitsschritten penibel darauf geachtet, dass die Lamellen den gleichen Abstand haben und nicht verbogen sind. Durch einen Lichttest wird die Dichtigkeit der Verlötung überprüft. Sobald die kleinste Lücke ausfindig gemacht wurde, wird an dieser Stelle der Kühler aussortiert. Nach einem Reinigungsprozess wird die Bodenplatte nochmals vermessen und sorgfältig darauf geachtet, dass diese auf den Mikrometer genau waagerecht und eben ist. Anschließend wird, wie hier bei unseren PureRox, stichprobenartig vergewissert, dass die Kühlleistung unseren Richtlinien entspricht. Hierfür wird mit einem draufmontierten Standardlüfter der Luftkühler auf die mit Wärmeleitpaste versehenen Heizpunkte gepresst und die Messwerte ausgelesen, die auch dann die Kriterien erfüllen müssen, wenn kein BeQuiet-Lüfter montiert wurde. Bei unseren High-End-Kühlern, etwa dem DarkRock 3 und DarkRock Pro 3, wird ausnahmslos jeder Kühler in zahlreichen Testkammern überprüft. Bei genau temperierten Wärmebedingungen von 24 Grad durchlaufen die Kühler einen Funktionalitätstest. Gemessen wird der Delta-T-Wert, also die luftseitige Temperaturdifferenz zwischen Raumtemperatur und gemessener CPU-Temperatur. Die Resultate müssen zwischen 26,8 und 28 Grad liegen, damit unsere strengen Vorgaben eingehalten werden. Sind diese Tests abgeschlossen, wird der fertige Kühler verpackt und dann nach Deutschland verschifft, wo ebenfalls aus jeder Produktionscharge Kühler entnommen und Tests durchgeführt werden, damit eines immer gewährleistet wird: die gewohnt hohe Qualität unserer Produkte. Ja, das war der dritte und letzte Teil zum Thema Kühlerproduktion. Hier noch einmal der Hinweis auf die anderen beiden Videos. Wir hoffen, diese Einblicke in unsere Arbeit haben Spaß gemacht. Und falls ihr noch Fragen zum Thema habt oder Anregungen bezüglich weiterer Behind-the-Scenes-Videos, schreibt das doch bitte in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video wieder.